Johannes Scherer ist der FFH-Mittwochsmotzer. Es ist völlig egal, ob du Silvester feierst oder 2000 Jahre Mittwoch oder Bar Mitzwa. Sobald Freunde was zum Essen mitbringen, endet es in einem unvorstellbaren Chaos. Welche der Tupperdose, Salatschüsseln und sonstigen Fressaliengefäßen. Mir sind Gäste am liebsten, die ihre Nudelsalatbixe und Tiramisu-Behälter nach der Fete direkt ungespült wieder mitnehmen. Wenn sie die mit 3,5 Promille überhaupt wiederfinden, tun sie natürlich nicht. Also hast du ab sofort und lebenslang herrenlose Plastikdippe im Schrank. Meist natürlich ohne passende Deckelchen. Mehr als du je brauchst und hässlich wie die Sau. Teilweise von Urgroßomas von deinen Kumpels. Die Kunststoffkübel verrotten ja nicht. Im Unterschied zum Kartoffelsalat, der da drin war. So, dafür fehlen dir die wunderschönen Pötte von deiner Lieblingsdesigner-Manufaktur, weil die deine wenigen Gäste mit gutem Geschmack abgegriffen haben. Und die kriegst du niemals zurück. Ich mach bloß noch reine Besäufnisfäden mit Knabberzeug. Davon bleiben nur Berge von Altglas und Chipstüten für die gelbe Tonne. Hör mir auf mit Tupperdosen-Chaos. Ich wundere mich selbst, dass ich da so ruhig bleiben kann. Leicht bei dir. Der Mittwochsmotzer Johannes Scherer. Bei Hitradio FFH.